Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, nochmal seit längerem vom Kupfersee. Und an dieser Stelle gehen echt die Schleien in Höchstform auf. Also, was heißt in Höchstform? Ich sage aber mal, so viele Schleien in einer Stunde habe ich gar nicht erst gefangen. Ich weiß noch nicht mal, wie man diese Kackschleie ausspricht. Ist mir aber auch egal. Ihr wisst schon, welche ich meine. Leider sind hier auch sehr viele Giebel und Karauschen zwischen. Trotzdem lohnt sich das Warten auf jeden Fall. Also bringt erstmal fett XP in der Happy Hour. Und geldtechnisch sind die natürlich auch sehr geil. Wir gucken mal rein. Ich bin jetzt etwas über eine Stunde hier. Eine Stunde und 5 Minuten. Der ist jetzt mal so eine Ausnahme. Oh, jetzt habe ich schon einen Lederkarpfen bekommen. Ist auch eine Ausnahme. Aber hier haben wir sie, die Schleien. 7 Stück in einer Stunde. Gar nicht mal schlechte. Ja. 3,1, 2,2, 2,1, 2, 1,1, 1,8, 1,8, 1,5. Kann man echt nicht meckern. Da kann man echt. Ich glaube, da kommt eine normale Schleie. Auch sehr schön. Ups. Du hängst jetzt natürlich ziemlich behindert, ne? Guck mal her, du. Da hat sich der Weg noch nicht mal gelohnt für das dämliche Vieh hier. So, wir stehen hier mit gerade mal 7 Meter Clip. Wir gucken jetzt mal wo. Der Spot geht, glaube ich, schon seit ein paar Tagen. Das Ganze auf Kokos. Wir stehen hier bei G6. Das ist quasi hier der Startpunkt. Dann läuft er hier bis zu dem Steg. Den ersten. Da wir ja nur 7 Meter klippen, müsste man sich hier neben positionieren. Könnte sich jetzt auch hier draufstellen und hier einfach reinplumpsen. Aber gut, das kann ja jeder für sich entscheiden. Also wer die Schleier noch als Trophäe braucht, ja, der kann sich hier gerne probieren auf jeden Fall. Wir gucken mal. Das Ganze ist mit Pop-Up-Rig und einfach nur Kokossahne, Kokosnektar. Ich habe mir jetzt gebastelt Maismehl, die 3 Feed Bellets, einmal dann den sinkenden Boilie 12 habe ich mir gemahlen und Kokosnusscreme als Dip. Und das war's auf 7 Meter, wie gesagt. Hat auf jeden Fall ordentlich XP gebracht. Ich glaube, der 3 Kilo war 200.000 oder so in der Happy Hour. Meine kann man ja sowieso nicht meckern, XP-technisch. Und wenn es hier läuft, geldtechnisch auch nicht. Also ist schon eine super Alternative zum Meer. Kann man überhaupt nicht meckern. Da kommen endlich mal die Freaks. Ich hatte eben mal geguckt, der Typ im VK, der hatte sehr viele Freaks. Lustigerweise. Ich habe dafür sehr viele Karauschen. Vielleicht ist das bei euch dann wieder anders. Dafür habe ich zumindest auch die Schleien. Was ja auch schon mal gut ist. Wir gehen jetzt einfach mal hier gucken. Mehr muss man dafür auch nicht rumlabern. Gucken mal eben, was die Schleien so wert sind. Und dann ist das Video auch schon wieder beendet. So, gucken wir jetzt mal allgemein. 650, hier 100 Silber, 70, 70, 68, also die hauen schon rein, alter Schwede. Das ist schon ordentlich, ne? Kann man überhaupt nicht meckern. Und am Vorabend, ich glaube, 3 oder 4 hintereinander, wie man sonst die Giebel rausholt. Ja, ziemlich krass, habe ich hier so noch nicht erlebt. Ja, komm, gucken wir mal, was das noch ist. Jank! Deine Mutter, du Giebel, ey. Ja, könnt ihr mal gerne auch probieren. 7 Meter, wie gesagt. Ganz simpel auf Kokos. In diesem Sinne, Petri Dank. Wir hören uns. Macht's gut und tschüss!